Dieses Jahr wird Silvester gigantisch. Was war denn das? Das Ding war ja richtig heftig. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei TipTapTube. Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hi. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Also, ich hoffe, du hast 4K gemacht jetzt. Nein, gibt kein 4K. Kann die 4K? Bist nein, du, die kann bist du auf 4K? Egal. Also, heute also. Silvester. Party. Ja. Nein, also es geht los. Unser Silvesterabend startet mit einem gemütlichen, gemeinsamen Fettemahl. Essen. Mit Willi, der ist auch mit dabei. Angelina leider noch nicht. Angelina heute unterwegs. Wir vermissen dich hier. Wo ja, bist wirklich, du? Weil das ist ungewohnt jetzt. Leo vermisst Nala auch. Ja, wir vermissen dich. Platz. Ja, wir haben auch so viel Platz. Normalerweise und ist doch so viel zu essen übrig. Das mit dem viel Platz ist eigentlich gut, oder? Jetzt kann ich so viel Platz auf dem Tisch. Brauchen größeren Tisch. Ist so, Gordon, ja, größeren Tisch. Ja, echt. Wir werden jetzt auf jeden Fall essen. Ja. Da haben wir ganz viel Feuerwerk heute. Ja, und wir haben ein ganz besonderes Feuerwerk heute, Leute. Besonders? Ja, Papa hat sich da was Schönes ausgedacht. Mhm. Ach so, ja, schön. Ja. Das war ich noch nicht dabei? Nee, du warst nicht dabei. Aber auf deinem Video kann man das schon sehen, ne? Bei mir im Video ist... Ja gut, unsere Videos gehen ja gleichzeitig. Ich hab keins. Also TikTok-Video meine ich. Ach so. Kommt bei dir eigentlich Silvester irgendwas? Kommt bei dir Silvester irgendwas? Ja. Kommt bei dir Silvester irgendwas? Ich bereite mich doch. Kommt bei dir auch Silvester irgendwas? Ja, essen. Und kommt bei dir Silvester auf... Nee, bei mir kommt nichts. Okay, guten Appetit, wir wollen essen, wir haben alle Hunger. Nee, brauchst du nicht. Aber ich filme jetzt schon. Soll ich auch was sagen? Ja. Ich bin jetzt gar nicht drauf hier, ehrlich. Wir sind jetzt dabei, einmal unsere Batterien auszupacken. Das einmal ist keine Batterie gewesen, oder? Weiß ich nicht, was das ist. Das sind doch irgendwelche Raketen, die so knalle gefährlich sind, dass sie in so einem Stahlkäfig sein müssen. Die sind auf jeden Fall richtig gut eingepackt. Ja. Er schneidet schon mal den Hasenkäfig auseinander hier. Genug Kraft haben. Und dann geht es gleich schon raus mit dem Paket. Warte mal, musst du noch hier schneiden. Aber die richtig krassen Sachen kommen später auf jeden Fall. Das sind doch zwei Hälften. Übrigens, es ist gerade 9:30, heißt in 2,5 Stunden ist schon Neujahr. Cool. Warte. Hier nochmal, da an der Seite. So, was ist da jetzt drin? Na, die hat er doch. Nee, doch. Klar. So. Okay, dann können wir jetzt auseinanderziehen, oder? Lost. So, du ziehst da drüben bitte. Zieh. Am Gitter. Ziehen. Das ziehen, ganze Gitter. Das Gitter ziehen. Zieh in die Richtung. Oh, Alter, was ist das für ein Ding? Und ziehen. Kanonenschlagrakete. Und jetzt den Kasten da raus. Hau, rock und hau. Anstrengen, ja, genau. Mit, heftigem Blitzknall. Ich kann nicht weiter. Also, oh mein Gott. Das sieht richtig fett aus. Okay, Kamera läuft, Pyromeister. Dieses Jahr wird Silvester gigantisch. Guck mal da runter. Mehr oder weniger. Das hier ist unsere Auswahl an Silvester-Sachen. Also wir haben hier erstmal Tischfeuerwerk. Das beste Feuerwerk überhaupt. Kommt ja nachher erstmal. Boah, wisst ihr, was das richtig geilste ist, worüber ich mich am meisten persönlich freue? Ich weiß es. Was denn? Wunderkerzen. Nein, Quatsch, guck mal. Haben wir Wunderkerzen überhaupt hier drin? Ja, doch, klar, guck mal, hier sind Wunderkerzen. Wunderkerzen. So, Ash, die sind dann für dich. Ja, cool. Ja, bestimmt schon, oder? Ich glaube schon. Wenn du willst, kannst du auch Knallerbsen haben noch. Ja, okay. So, dann haben wir hier. Eine Batterie, Cassandra. Die begleitet uns mittlerweile auch jedes Jahr. Genau. Und das wollte ich hier direkt zeigen. Das Geilste. Das Auto. Das geile Auto von mir.
Das Explosive Car. Richtig geil. Das nehmen wir jetzt erstmal. Ja? Oder? Ja, safe, nehmen wir das. Das andere machen wir nachher. Okay, perfekt. Ja, ich würde sagen, generell, die Batterien können wir nachher um 0 Uhr hochfeuern. Genau. Was ist das hier? Die sehen laut aus. Schreckschraube. Schreckschrauben. Wobei, weiß ich nicht genau, was das ist. Wir nehmen erstmal eine Schreckschraube und gucken mal, was die so kann. Drehen die sich? Die drehen sich bestimmt. Wir brauchen hier irgendwie mehr Platz. Ja, ja. Ja, das Ding ist, das Licht ist gar nicht so hell. Das geht doch heller. Bisschen, nee, geht nicht. Doch. Die Batterien vielleicht leer. Ich hab an der Seite ein Steuerrad. Ja? Ist ganz, auch ganz hell gedreht. Ja. Ich habe näher ran damit. Ja, ein bisschen näher. Dann die Batterien nur leer, ne? Nein. Wollen wir vielleicht mal. Also hier? Ja? Und wenn die nicht schraubt, dann wenn die hier hinschraubt, wie die hinschrauben soll. Hier sind die richtigen Pyros unterwegs. Also dann gucken wir mal, was die Schreckschraube kann. Mal okay, nehmen wir die mal hier. Das ist so hoppelig hier. Gehen wir weiter hierher. Okay. Genau. Hier, das ist Blatt. Blatt der Unterlage. Willi ist 18, er darf das schon anzünden. Und er schnell wegrennen. Wow. Oh. Wow, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet gerade. Wo ist die denn hingeflogen? Die ist auf dem Boden geblieben. Die bleiben immer auf dem Boden. Ja, die oder? Drehen sich nur. Ah. Dafür muss man also so eine glatte Fläche haben. Okay, noch eine. Schreckschraube Nummer 2. Let's go. Hallo. Oder? Ja, mach mal. Also, nur mal lesen. Warnung, Wirbel steigt auf. Ja, mach einfach. Das muss man das denn vielleicht andersrum irgendwie hinlegen? Aber wie soll man das andersrum hinlegen? Nee, hinstellen, hinstellen, hinstellen. Achso, kann sein, ja. So sicher? Ja, ja, ja doch. Ja, doch. Jetzt geh mal. Leute, ich geh mal. Ui! Ah, das sieht doch schon besser aus. Die ist da ganz oben geflogen. Geflogen, ne? Ja, aber die war schon besser, definitiv. So, dann gehen wir damit mal ein bisschen weiter auf die Straße. Okay. Und weil die Schreckschrauben hier von Pyroland so richtig cool sind, machen wir noch mehr. Also, einmal auf eine feuerfeste Unterlage stellen. Ja. Am äußersten Ende der Zündschnur anzünden und sich rasch entfernen. Matsch, Pampel. Jawohl. Oho. Weg, weg, weg. Darf die falsch rum? Ich weiß nicht. Habe ich das falsch gemacht? Irgendwie lief das nicht ganz komm, so wie es. Leuchte nochmal her hier. Leg das der da. Leuchte mal kurz her. Wo ist denn hier oben und unten? Da. Also Pfeil nach oben heißt so hinstellen. Ja, genau. Wirbel. Hab ich erschrocken gerade. Das sind die super von Pyrrhus. Schreckschrauben. Nee, das ist der Daddy, der das nicht kann. Ja. So, jetzt machen wir es richtig. Ja. Okay, Pfeil nach oben. Ja, genau. Und der Pfeil da. Ja, so. Dann anzünden. Am äußersten Ende der Zündschnur. Und weg. Und sich rasch entfernen. Ja, perfekt. Jawohl. Na. Ey, wer war das? Da flog gerade irgendwas runter. Er war auf jeden Fall richtig geil. Ich muss. Funktioniert top. Ich glaube hier, das sportliche Knallauto ist schon fast leer. Ne? Ja, haben wir gut gerade leer gemacht. Also, schon. Wir zünden jetzt noch ein paar davon an. Die sind richtig geil, vor allem die mit Crackling. Okay, okay, let's go. Noch ein paar Cracklings dabei. Achtung. Und zur Seite. Kaputt. Was war denn das? Der ging aufs Auto. War aber richtig nice, oder? Bockt okay. Vor allem der mit Crackling. Noch ein paar nehmen? Ja. Ready? Jo, ich muss das nur auf eine glatte Unterlage stellen. Um mich. Geh weg. Ich zeig ja, okay. Das nicht so nah. Um mich dann schnell zu entfernen. Jo, leg los. Auf die Seite. Wieso hat die nicht aufgenommen? Gar nicht? Weiß ich nicht. Mach nochmal. Ja,
Okay, weiter geht's mit weiteren kubischen Kanonen. Also, Max hat gerade was dazu erzählt, dass er jetzt ja schon 18 ist und auch selber anzünden darf. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe. Ich bin noch ein Herr. Ash, du ziehst mir hier keine kubischen Kanonenschläger. Ja, na, Finger weg von den Sachen, ne? Okay, das ist für die Großen. Erstes Jahr offiziell selber anzünden. Bereit? Aber mach die nicht schräg. Und schnell weg wieder. Jo, das war gut. Okay, haben wir noch welche hier drin? Wird das leer gemacht? Ich denke, das etwa? Nein, ich habe gar nichts damit zu tun. Das Auto hat sich richtig gelohnt, würde ich nochmal holen direkt. Okay, was? Mittlerweile. Ich möchte auch ein Auto haben. Ne? Ich freue mich auf die Batterien nachher richtig. Wie spät okay, haben wir es denn? Ne? Was steht jetzt an? Es ist jetzt gerade kurz nach 10. Wir müssen Bleigießen. Bleigießen? Nein. Okay. Let's go, Bleigießen. Spülmittel ins Wasser geben und verrühren. Und das geht jetzt weiter. Wir haben ja noch hier einiges auf dem Zettel. Einmal wollen wir hier Wachs, wie heißt das? Wachsgießen oder Zinngießen? Wachsgießen ist es. Wachsgießen. Also früher hieß das Bleigießen, aber Blei ist ja echt ungesund, ne? Deswegen wir gießen Wachs. Und dann kommen jetzt erstmal die Glückskekse dran. Hä? Nee, die kommen um 24 Uhr. Also nee, so ein Quatsch, um 24 Uhr sind wir längst draußen. Also das kommt jetzt. Ich schlafe um 24 Uhr schon. Ja. Was ist denn hier los? Dann machen wir die Kekse. War ein Witz. Habe ich per Zufall heute da gesehen. Kannst auch filmen. Heute? Ich war heute da, das stimmt. Also, die gibt es bei Rewe. Wen juckt das? Man macht die auf. Die vorletzte Packung habe ich gekauft. Jetzt auch zwei nehmen können. Auf jeden Fall hol die raus, die Dinger. Wahrscheinlich haben die Leute das gekauft statt Böller. Also gab es da keine Böller, deswegen gab es ja, vielleicht kann man auch diese Tüten knallen hier. Ja, genau. Doch, kann man. Knallt. Okay, dann machen wir mal hier. Wir können nachher noch eine zweite Runde machen. Wer fängt an? Nicht nur Keks, auch der Döller war heute. Ich habe den Keks nicht ganz ruiniert. Alles du, okay, hier. Schnucki, du fängst an. Erzähl mal. Was ist denn in deinem Leben in der Zukunft so los? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber ich. 22. Welche Sprache ist das denn? Chinesisch. Wenn ich auf den hohen Berg steige, kennt die Ebene nicht. Ha? Das sagt der weise Konfuzius. Das gibt nicht Glück, das gibt Pech. Ey? Achso, ich guck. Schon gelesen? Kurz. Nein, ich habe noch nicht gelesen. Bei mir gibt es. Ich habe gehört, dass man. Warum steht hier irgendwas auf Französisch? Ja, bei mir auch irgendwie. Ja, bei mir auch. Kannst du nicht Französisch? Nee. Der Sprechende mag ein Narr sein, Doppelpunkt. Hauptsache der Zuhörer ist weise. Ja, was ist denn das für ein Glückskeks? Bei mir ist ein ganz blöder Spruch. Verstehst du das nicht? Doch, aber ich dachte, da steht sowas, ich werde reich. Deswegen meine oder Glückskekse. Reich, das ist unwichtig, man braucht kein Geld. Es wird immer durch die Blume gesprochen. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Genau. Chrissy, was bei da dir? Da steht nichts dazwischen. Der Weise kennt keine Eile und der Eilige ist nicht weise. Siehst du? Irgendwie, jetzt weißt du Bescheid. Willi? Ich habe hier einen guten. Ich hätte noch mal irgendwas. So da steht, nichts tun ist besser als mühsam nichts schaffen. das trifft aber genau den richtigen hier. Ne? So, was ist bei dir? Wo ist, überhaupt dein, wo ist dein Glückskeks? Du darfst den nicht zuerst essen. Du musst erst den Spruch lesen. Unglück. So. Sollen das eigentlich jetzt Zitate werden oder eigentlich irgendwas für die Zukunft? Das ist deine Zukunft. Also, erzähl, was sagt dein Glückskeks? Le parole poco chiare sono come uno. Alles klar, dann lese ich jetzt mal vor, was bei mir steht. Das könnte auch Adrian sein. Danke, ich mach. Den los. Unklare Worte sind wie ein blinder Spiegel. In Klammern aus China. Konfuzius hat das gesagt. So, schauen wir mal, was hier bei mir steht. Wer will meinen Keks haben? Ich muss gleich meinen Spruch nochmal genauer lesen. Ich habe den auch nicht so ganz verstanden. Und schon ist der Keks weg. Ich fasse es nicht. Also. Und war der Tag nicht dein Freund, war er wenigstens dein Lehrer. Oh, das ist ein guter Spruch. Ja. Das ist ein schöner Spruch. Okay, ich sage, wenn dein... Da unten steht Lacoste. Ah ne, Laozi. Was heißt das denn? Zweite Runde, wenn wir noch zwei... Boah, ich hab Glück. Vier, fünf, sechs. Ja, wir sind ja sechs Leute, 12 Kekse. Also ich hatte aber jede Menge Tage dann, ne? Jo. Was ich schon alles so gelernt habe. Ja, na so, Ash, einmal für dich. Wir machen zweite Runde. Ja. Weil irgendwie ist es blöde. Also mein Spruch war blöd. Ich will den nicht haben. Und jetzt platzt nicht mal die Tüte. Okay, ich fange an. Ich habe den schon auf hier. Ja, okay. Ich glaube, ich sind dann hier. Hallo, was machst du mit der Kamera? Ja, ich pack meinen Keks aus. Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Konfuzius. Hört sich auch gut an. Warum hast du so gute Sprüche? Meine Sprüche passen. Ja, finde ich auch. So. Ash? Mit einer Hand
lässt sich kein Knoten knüpfen. Deswegen musst du auch die andere Hand immer aus der Tasche nehmen. So, Willi? So, bei mir. Der Geist, der allen Dingen Leben verleiht, ist die Liebe. Ah, guck, das ist gut. Chilu hat es gesagt. Ah, bei Chuli. Bei mir steht nur aus China. Bei mir kommt, kommt der Spruch aus der Mongolei. Ich dachte, aus dem Glückskeks. Wie ist das bei dir? Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist. Aha, guck mal. Auch wieder blöder Spruch. Direkt gecheckt, was der will. Ich auch. Ich hab nichts gecheckt. Du musst auch mal ein bisschen die aktuelle, also du musst ein bisschen, ach, arbeite nicht immer. So, wenn irgendwas Cooles passiert, dann guck dir das Coole an. Ach, ich glaube, Max hat schon die ersten Sektgläser hinter sich, was? Nein, okay. bei mir steht, keiner ist weiter von der Wahrheit entfernt als jener, der alle Antworten weiß. Hört sich sehr weise an. Hast du mal vorlesen? Hast du nicht verstanden? Keiner ist weiter von der Wahrheit entfernt als jener, der alle Antworten weiß. Ah ja, okay. Scheiße, bin ich weit von der Wahrheit entfernt. Also, hier nochmal mein Spruch jetzt hier. Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, wird sich ein Singvogel darauf niederlassen. Aus China. Habt ihr das verstanden? Ja, du nicht. Du musst die Sonne im Herzen tragen oder einen grünen Zweig. Tue ich doch schon. Und dann setzt sich auch ein Singvogel darauf nieder. Das piept also dann bei dir richtig. Bei mir piepst auch schon nicht ganz richtig. Nee, richtig. Ja, richtig. So. Okay, das war's. Das Glückskekse war's. Durch. Dann kommt jetzt als nächstes Bleigießen. Was mit Essen? Oder wollen wir erst nochmal knallen gehen? Essen. Was für Essen? Schon wieder. Wir essen die ganze Zeit hier. Es ist echt zu viel, ne? So. Ich mach jetzt mal aus hier, bis das Bleigießen auf dem Tisch ist. Und jetzt ist tatsächlich noch was in den Weg gekommen. Also ich meine, jetzt ist tatsächlich dem Bleigießen noch was in den Weg gekommen. Nämlich eine Fressorgie. Also während ich hier sitze, ich esse nichts, ne? Weil ich nicht gar nicht mehr kann. Hin? Hauen hier, Willi, auch nicht? Ich mach Pause. Oh, schon fertig. Alle hier am Essen. Also süßes Zeugs hier, ne? Irgendwie das hier wird hier so aufgespießt, sind dann rein das in die Schokolade. Ohne Schokolade. Das ist gut, sehr gut. Und du sagst das so, weil du Zucker pur isst. Ich habe auch keine Schokolade. Keine Schokolade. Können wir das jetzt hier alles wegpacken und endlich mal hier Bleigießen machen? Machen wir gleich. Sehr schön. Geht's raus? Jetzt geht's raus, ja? Jetzt geht's raus. Eine ihr müsst aufwachen wieder. Kommt. Ja, wir müssen ein bisschen frische Luft schnappen. Gekniffen. Raus? Nein, ins Bett. Was macht ihr? Die Schnucki? Was ist denn da los? Die kneifen sich hinten hier an dem Nackenhahn. Der kneift nicht mal, er zieht da dran. Jetzt. Bescheuert. Ich reiß da den Büschel raus. Ich hab dir da, ich schwör. Hört auf, ey. Einmal ran, ich zieh auch. Ich kann so nicht lang. Ich schwöre, ich mach da lang. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, okay, wir lassen das. Oh mein Gott. Wollen wir es noch boxen? Ja, okay. Nein. Nein, wir können nicht ins Krankenhaus, hört auf. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Ja, cool, ob ich da hinten rot bin. Oh, oh Mann. Das ist so ein roter Fleck. Das könnte auch ein Knaller gewesen sein, der in den Nacken geflogen ist. Wollen wir jetzt mal endlich rausgehen? Ja, wir haben nur noch... Schnucki! Was ist das? Pass auf, du hast ihn. Das haben wir noch nie gehabt, so was da. Könnt ihr bitte mal diesem Kind die Handschellen anlegen? Lieber so, Mann, sowas macht man nicht. Oh, ich kann nicht mehr. Und der Gewinner ist. Max. Kugelschlag, Kanonenschlag, let's go. So, hier ist nicht gleich die Flasche und die Startrampe kaputt. Jo. Okay, jetzt kommt hier einer von den kubischen Kanonenschlag-Raketen. Jo. Und los. Die sind mal echt gut, ne? Ich feiere die ja komplett. Ich habe hier noch eine. Die hauen richtig rein. Okay. So. Let's go. Runde 2. Ich feier die bisher am liebsten. Die sind echt gut. Krass. Bisschen qualmig hier in der Einfahrt. Oh, geht noch. Auffahrt.
Und jetzt kommt von Pyroland hier Nico Glycerin. 6 Raketen mit Silberschweif, Knall und Crackling-Wolke. Also ich soll jetzt beides filmen hier. Du, zwei Kameras. Einmal mich für die, ist noch nicht an, ne? Geht los. Ja, es läuft. Okay, jetzt kommt eine Rakete mit Effekt oder so, ne? Jo, jetzt Nico kommt. Glycerin kommt. 3, 2, 1, Action! Wow! Das war doch mal eine ganz chillige Rakete. Die sind ja noch Rakete. Besser als die Kanonenschläge. Ich glaube, es regnet gerade langsam. Das ist. Ja, ich nehme die. Okay, zündest du noch ein paar an? Ja, mach ich. Da ist mein Schnucki, da drinnen, die guckt von außen hin, also aus der warmen Küche zu. Bist du ready? Ja, mach Henne. Los let's geht's. Let's go. Okay, let's go. Ah. Geil. Hey, schon fresh. Die sind doch mal richtig gut. Ist der Stock auf den Kopf gefallen? Ja. Let's go! Mach! Yo! Feier ich! Bisschen nebig hier. Das ist gut. Hast das du gesehen, ist oder gefallen ist? Hier kommt schon wieder einer. Aufs Dach geflogen, glaube ich. Okay, und los geht's. Fliegt die nach da? Obwohl die da explodiert. Ja, der Wind kommt von da. Ready? Eigentlich ist das ja immer dasselbe, ne? Aber wir filmen das jetzt. Immer, weil die jedes einfach, Mal wieder nice. Weil die irgendwie nice sind, genau. Irgendwie hab ich Angst, dass das so viel. Stell dich hier unter. Ich hab irgendwie Angst. Das gehört? Dass das so viel Schwung hat, dass die. Die Abschlussrappe umkippt und dann sozusagen ist da vorne steht. Dann musst du ungefähr 100 Meter weglaufen. Weiter geht's. Jo. Und Action. Super. Hört wer den Ast? Das Ding? Keiner. Next. Next. Gab's bei euch doch was zu trinken eben? Irgendwie torkelst du so? Nee, Chris, ich guck. Achso. Okay, jetzt sind alle Nitroglycerine weg. Krass. Also die sind richtig also gut. Die waren richtig geil, sind alle weg jetzt. Weiter geht's, oder? Holen wir mal was Neues. Und jetzt kommen hier 10 einzigartige Raketen mit professionellem großen Bouquet und lautem Knall. Kaltstart von Pyroland. Hier? Also jeder ein. Ja, ja. Hast du schon einen? Man sieht absolut gar nichts. Gleich geht er aber auf. Du gehst am besten da schon mal zwischen die Autos und den Wagen da. Ich brauch mehr Abstand. Shit. Also, die machen jetzt 3 auf einmal. Ja, das war cool. Das war cool, ja. Würde ich sagen. Okay. Ich werde hoffentlich nicht kaputt gehen, weil ich. Oh no. Oh no, not good. Das sind die hier. Beam. Nein, ich habe keins mehr. Oh shit. Not good. Not good. Oh shit. Oh shit. Not good. Not good. Not good. Not good. Not good. Sprint! Sprint! Yo. Geil. Okay, Willi und Max sind jetzt hier. Nein, das hat nicht funktioniert. Junge. Alter, was war denn das? Arme Kamera. Das ist mir mal. Wo ist das auf dich geflogen? Ah, ja! Kann ich angehen. Jetzt kommt der nächste Crackling her. Bringt euch in Sicherheit! So weiter weg.
Alter Schwede, die sind ach, so gut. Der ist so heftig. Für alle, die es interessiert, das sind die Kühlschränke. Wow. Geil. Und wer es gemerkt hat, das waren natürlich nicht die Kaltstartraketen, das waren die, wie heißen die Dinger? Crackling-Kanonen-kubischen-Schläge, ja, ja. Kubische Kanonenschläge. Jetzt kommt Kaltstart. Ich? Los geht's, Kaltstart. Okay, anzünden. Mittlerweile, wir haben es 23:30. Ja, komm schnell, ein paar Endspurt, Kaltstart. Endspurt, paar Kaltstarts. Kaltstarts, genau. Feuerzeug, wer hat das Feuerzeug? Feuer, 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 Feuer. Ich hab. Okay. Ich weiß nicht, was es genau ist, es war einer, aber let's go. Mach an. Starten wir das Ding. Und? Auch geil. Boah, der knallt ganz gut, ne? War fett. Ich fand aber am allerbesten waren noch diese mit dem Crackling. Wieso filmt eigentlich gegen das Licht? Das geht schon. Okay, perfekt. Hey, warte, der Baum. Der Baum. Ja, der da. Ach. Du musst in die Richtung schießen hier, das wäre sonst keine gute Idee. Hände weg. Go. Kaltstart Nummer 2, Action! So, jetzt geht's weiter hier mit Tischfeuerwerk. Yeah, und wir brauchen Feuerzeug. Wo ist unser Bleigießen? Hier. Bleigießen ist da. Und wir haben nur noch, da oben ist die Uhr, halbe da Stunde ist auch Zeit. Eine halbe Stunde nur noch. Ja. Also muss man sich anhalten. Wo ist die Kerze hier? Zum steht Anmachen da, ich brauche Feuerzeug. Hier, Feuermeister, wo ist das Feuerzeug? Du hast okay, keins, also gleich geht's weiter hier, wenn wir alles haben. So, mein Schnuckipucki hat hier was zerrissen. Ich war ein bisschen zu schnell. So, wir haben hier erstmal hier, was ist das? Ein Topf mit einem Adler. Wer möchte den? Und hier eine Katze. Ich hole mal ganz kurz Tee. Du kriegst das Herz, ja. Mhm. Ich nehme das Schwein. Und dann haben wir noch Sekt. Wirklich den Sekt? Hier, Max. Das Max kriegt den Sekt. Und hier ist noch. Da steht was für Geld. Ist? Hier, guck mal. Ritterhelm. Oder? Ja, kann Chrissy nehmen. Wer? Chrissy nimmt den Ritterhelm. Ja. So, und jetzt werden wir mal ein bisschen Blei gießen. Los geht's. Also, das dauert ja immer ein bisschen länger, deswegen geht's gleich weiter hier mit der Kamera. Also, ich muss gerade mal sagen, beim Bleigießen, da hat's echt lange gedauert. Stimmt. Bis diese Dinger hier geschmolzen sind. Das geht hier ruckzuck. Also mein Schweinchen schmilzt gerade dahin. Boah, das stinkt ja mal. Ja. Du musst aber alles Stückchen schmelzen lassen. Bis das letzte Stückchen. Und dann steht es nicht. Ah, man sollte Öl da noch reintun. Öl? Nee, Spülmittel. Entschuldigung, Spülmittel. Okay. Erst schälst du mal kurz. Die Cam. Mach schnell. Dann musst du Spülmittel. Schneller. So ein Spülmittel. Ja, stand da. Hat Max mir noch vorgelesen extra. Komm rein. Okay, ich gebe das rein dann. Ne? Ja, aber schnell oder langsam? Schnell, ne? Das ist ein Haufen Matsch geworden. Was hast du gemacht? Das ist ein Haufen Matsch. Boah, das riecht so komisch. Ja. Nein. So, also. Das ist jetzt das, was ich da rausbekommen habe. Oh, jetzt schlüpfen so viele kleine Stückchen da. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Affe. Also so ein Orang-Utan. Da ist das Gesicht. Hier sind die Vorderfüße. Hier sieht sind aus die Hinterfüße. Hier ist der Arsch. Ich würde sagen Orang-Utan oder Affe. So, dann kann der nächste rankommen hier. Gesundheit. So. Was hast du jetzt da gemacht? Affe oder Orang-Utan. Und gleich gucken wir, was Ash hat. Ja, was ist das denn? Schlange. Das ist doch wohl einwandfrei eine Schlange, ne? Dann kannst du gleich mal zu Willi weitergeben. Achtung, verbrenn dich nicht hier. So. Ich würde sagen, dass... Ja, kannst du. Sind das diese Kubis gewesen? Nein, nein, nein! Und weg. Ah! So, wir gucken mal, was hier Schlange heißen könnte. Eine Schlange gibt es hier nicht. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen weiter überlegen. Leopard! Was das sein könnte. Guck mal, hier der Hinterfuß und hier ist das Gesicht und hier ist der Vorderfuß. Drache vielleicht? Das ist voll der Leopard. Drache? Ja, oder doch. Leopard. Drache, Leopard. Leopard oder irgendwas. Drache haben wir hier. Nein, es gibt kein Drache. Drache würde bedeuten Mut zum Risiko. Oder Krokodil.
Kopf. Okay, ich würde sagen, Willi ist dran. Ist soweit. Ist oh, so platt. Wie ein Apfel? Blatt. Mit Stiel. Vorhin war Katzen. Blatt. Man muss da mal schnell kippen, ne? Max, war das denn so letztes Mal? Ich meine, wir sollten da ganz schnell so. Ash studiert jetzt erstmal, was das sein könnte bei ihm her. Sag mal, Willi. Die Gitarre. Du wirst Musikstar. Naja, und der nächste? Eine Katze. Das könnte eine Katze sein. Das ist keine Katze, das ist vielleicht ein Band oder sowas. Und Chrissy ist dran. Mal sehen, was Chrissy da kriegt. Oh, das sieht ziemlich komplex aus. Ja, viel Spaß beim Raten. Warte. Kannst du mal kurz gucken, was bei Vase, Beutel oder irgendwie so ist? Vase? Ja. Vase? Ja. Also das würde ich sagen, das kann ja auch mal nicht ein Beutel sein hier. Da kann man doch locker was reintun. Heiß? Beutel ist auch nicht. Echt? Ah, perfekt. Okay, du hast keine Zukunft. Ich habe gar nichts, ich habe keine Zukunft. Also, so Christi, ein Kaugummi. Gitarre kann man sagen. Ein gezogenes Kaugummi. Gitarre kann wirklich so ein Dino sein. Steht geheime Sehnsüchte. Ein was? Geheime Sehnsüchte. Und bei Christi? Aha. Ein Dinosaurier oder so, gibt es sowas? Und du bist dran, der Matt? Stimmt. Bei Dino? Ja, ne? Früher war bei der Gießen. Okay, Max, dann zeig mal, was du hast. Warte, das ist noch nicht ganz aufgelöst. So, einfach reinhauen, ne? Mhm. Okay. Man muss ganz schnell kippen wohl. 3, 2, 1, go. Da brutzelt's. Direkt rausholen? Mhm. Das sind mehrere. Das Ding hier? Das ist ja schossene Teile, aussuchen. Ne? Ah! Das ist doch schon kalt jetzt. Ah, Wachs ist aber nicht so heiß wie der Zucker, an den du als Kind mal reingefasst hast. Das war gerade ein bisschen warm. Wachs ist kalt? Was? Das war kalt. Wenn man gerade sagt, der Wachs ist ja bestimmt kalt. Geil. Toll. Am Ende. Okay. Max, mach ab. Jo. Kann man das nachher machen? Ja, doch, das geht. Und wo ist jetzt dein gegossenes? Was ist das? Scheiße, untergegangen. Doch, nicht. Okay. Echt? Will ich nicht haben. Das sieht aus wie eine Ratte. Ziemlich gut, will ich nicht haben. Was denn, Rassi? Drache, heftiger Gegenwind. Zeig mal das Teil. Und was ist das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein ausgespucktes Kaugummi. Ja. Guck mal, was ausgespucktes Kaugummi ist. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte auch ein Dino sein. Aber ganz ehrlich, ich... Ja, na, Schnucki, du bist dran. Mhm. Was naja, Dino gibt's ja nicht. Lass uns eure Teile einmal rausfischen. Die Gitarre. Weißt du, wir kriegen ein Baby? Wow. Ich habe jetzt hier gar nicht aufgenommen. Was war das hier mit dem Baby? Ein Baby. Das sieht aus wie Baby. Das stimmt. Ist ein Baby. Ja, das ist so die Nabelschnur im Bauch, Kopf. Du bist geschätzt. Okay, das zählt aber nur, wenn auf dem Ding auch Baby draufsteht. Er hat. Baby. Da steht Baby. Was steht da? Was steht Baby? Wer Baby? Was? Familienzuwachs. Okay. Also, dann wissen wir, was passiert. Also laut dem Wachsgießen die Worte. Bedeutet das Familienzuwachs. Warte mal, was war deins? Wo ist deins? Das ist das Baby. Deins ist das Baby. Ja, ich dachte, das war bei Chrissy. Nein. Und was hast du? Weiß ich nicht. Zweiter Hund für Leo. Das ist der Kindersitz. So, Schnucki. Oh, wow. Das sieht ja fast aus wie meins. Guck dir das mal an hier. Tropfsteinhöhle. Oh, ich freue mich auch. Mhm. Was ist das Komisches? Guck, so sieht meins aus und so sieht deins aus. Schnucki, wir sind ein Paar. Partnerwork. Sieht wirklich aus ich kann das nicht rausholen, ne? Doch, das ist schon nichts. Nein, das ist nicht. Das ist, nein! Gibt's Liege? Oh, jetzt das geht unter. Kann man das jetzt rausholen oder nicht? Das war's. Captain Nemo singt. Schnucki, was Komisches da. Jetzt bricht auch noch alles ab. So, zeig mal. Also, ich finde, das ist undefinierbar, das Teil. Eine Kuvisene. Vielleicht ist Koralle oder meins so. Zusammen irgendwas. Meine Zukunft sind nicht so groß. Ja, meine auch nicht. Bei mir ist so ein Matsch. Hier, Kackhaufen. Nee, eine Wolke. Das ist ein Kackhaufen. Eine himmlische Wolke. So, jetzt kann man das als Amulett anhängen, ne? Ja, genau. Wie die ja, genau. Sieht gut aus. Ich will meins nicht. Ich will meins auch nicht. Ich hab keins. Okay, so, als nächstes kommt hier nochmal unser Tischfeuerwerk dran, ne? Mach mal nochmal gießen. Ja, genau, hier nochmal schmelzen und dann. Meine Zukunft ist nicht so gut. Schmelzt man dann mal. Also, ich kann das nicht deuten. Kann ich das wirklich nochmal gießen? Nein, brauchst du nicht. Du hattest irgendwie einen Sack oder sowas oder eine Tasche oder irgendwie so. Nein, ich hatte gar nichts. Es gab nichts. Doch.
Wenn jetzt unser Tischfeuerzeug gleich losgeht, ja, dann hau das genau gegen die Lampe gegen, ne? Ein bisschen Glück hast du noch keine konfettige Ballon. So, hier mach an. Trau mich nicht. Ich geh mal ein Stück zurück. Das funkt nicht. Ich bin doch gerade noch am Gießen. Jo. Mach. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Wenn ich mich erschrecke also, und das dann auf mich fliegt, das heißt, mach's nicht, Mama. Ja, nee, da warte, er versaut mich halt den Tisch. Gar nichts wird das versaut. Das macht nur Plopp und dann fliegt das raus. Mach's nicht. 3, 2, 1 und Action! Ah! Oh, wie süß! Ja, das war's schon. Ich dachte, lauter Herzchen und Rosenblätter. Voll süß. Wollen wir noch eine? Passt zu unserem Baby. Ich glaube, da ist das gleiche drin, oder? Oh, Christian. Okay, noch mehr Herzchen und Rosenblätter. Wollt ihr noch mal auf Slow-Mo das aufnehmen? Das ist doch jetzt was Gutes. Mit der Kerze. Das muss was. Schmerzhaft. Und im zweiten Durchlauf hat Esch hier, ich würde sagen, das ist ein Dinosaurier. Ein Nein, das ist ein Hund. Ja, okay. Darf ich uns teilen? Also, seid ihr ready alle? Ja. Für. Okay. Ja. Und die Boogie. Zweite Kanone geht hoch. Hilfe, sofort die Funken hier. Blub. Huch. Noch mehr Rosenblätter. Oha. Und. Hey. Was ist das? Oha. Tischfeuerwerk. Yes. Party, also Konfetti-Shooter. Also da waren keine Herzen. Oh, nein! Mein Zyklus ist wieder zerbrochen. Einer war. Also, das ist echt jetzt ein. Ja, war ja. Das einzige. Warte mal, Ash, du hast jetzt rausgefunden, was deins ist. Ochse, du gehst schweren Zeiten entgegen. Oh, oh. Oh je. Nimm das erste einfach. Also. Ich hab kein erstes. Wir beide haben keine schweren Zeiten, ne? Ja. Hier, Schnucki verbrennt schon wieder den anderen Tisch. Hello! Hier sind sogar lauter kleine Herzchen. Supi. So, cool. Wie spät haben wir es denn jetzt? 10 vor 12. Dann würde ich sagen, brauchen wir mal den Sekt, ne? Den Sekt. Oh, siehst du ganz kleine Kerzen hier. Kerzen? Herzchen, da. Da, ganz viele. Yeah. Weiß ich nicht. Ach so. Und Chrissy, wie sieht's aus? Guck mal, wir gehen nicht jetzt in die zweite Runde. Chrissy will ehrlich jetzt? Ja, weil Chrissy wollte auch nicht haben, das was da war. Oder ein Käfer. Okay, dann guck mal bitte, mehr Ash. Spinne, Insekt. Euer Kind wird Käfer essen. Käfer? Mm-mm. Oh, okay. Ich geb's auf. Max sagt, er möchte ein Baby und Chrissy antwortet darauf, ich glaube, ich spinne. Rate nicht! Das ist Bex! Schussi! Nein, du darfst es nicht trinken! Los, Gab! Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Wollen wir anstoßen, das neue Jahr? Ja, nein! Nicht mit dem Radler. Das riecht ja bis hierher. Ach, hier. Willst du das? Esch, hör auf. Nein, Esch, hör auf jetzt! Das ist kein Scherz. 2,5% ist hier reiner. Schnucki! Sag doch mal was! Nee, wird schnell. Nein, wird auch schnell. Was? Wirklich? Die Eltern trinken nichts, aber hier die Kinder saufen. Ich fang mit dir nichts. Ja, so hier. Achso, du hast das. Sieht genauso aus. Was mal, es fehlt ein Glas noch. Ich lass mir nicht mehr hingestellt. Ja, vergiss es. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach mal zu mir. Kannst du noch riechen? Haben wir keine Sex? Das ist normal. Aber du hast doch den. Nein, du darfst kein Bier. Sag mal. Ich hab ein Glas. Lass ja. Damit. Du trinkst Bier, bist du eigentlich los? Ich kann mir nicht mehr helfen. Der Tisch ist vom Wichtigtisch gefallen. Irgendwas stimmt damit nicht. Das ist irgend so ein. Nein, er hat das gerade aufgemacht. Bist du? Genau. Ja, er ist. Hat er hat doch gerade aufgemacht. Ja. Das ist richtig, oder? Doch, das ist. Das ist Bier! Was sollst du sonst sagen? Der will besser schlafen können heute. Ja. Er braucht noch eine gute Nachtdrink. Wie lange noch? Dein erstes oder schon das Bier filter? Eine Minute. Wieso? Eine Minute. Hast du das gekauft? Läuft. Ja, klar. Noch eine Minute? Ja, 56. Chrissy, mach das aus. Tür zu. Ja. Achso, ja, das zieht sonst. Ja, mach mal zu. Oh mein Gott. So. Halt mal fest. Ich muss da nochmal ein Fenster zumachen. Ich bin geschockt. Pack das Ding weg. 40. Schnell, Schnucki. Ja. Schnell. 38 Sekunden. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht. Das ist hier so dunkel. So, mehr Licht. Mehr Licht. Ja, genau. Fortnite. Noch nicht. Du sagst nicht noch einmal Fortnite. Und das ganze nächste Jahr auch so, nicht.
19, 18, 17, wir müssen ab 10 16, zählen wir rückwärts, ja? 15. Nein, ab 10. 13, 12. Für Fortnite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Für Fortnite. Ja. Frohes Neues. Für Fortnite. Frohes Neues. Jo, frohes Neues, Ash. Frohes Neues, Schatzchen. Ich hoffe, dass es endlich mal nach 2 Jahren etwas besser wird. Frohes Neues. Fortnite. Frohes Neues, Woche 23. Frohes Neues auch euch alle. Ja, komm mal hier, du Säufer. Muss man nicht erstmal trinken? Frohes Neues. Neues. Kann man noch mal machen. Frohes Neues, ja. Ah, die Zeit geht weiter. Lass mal ein Fortnite zahlen. Reinhard 34. Das geht jetzt schon im ersten Jahr. Ja, genau. Wir sind jetzt schon 38, 40 Sekunden im neuen Jahr. Stabil. Wow, wie fühlt sich denn 22 an? Ich hatte 22, oder? Ja, ich muss mal einen Schirr rufen. Oh ja. Nee. So, Leute, wir müssen raus. Knallen. Stimmt. Ab nach draußen. Ich weiß jetzt nicht, wo die abbleiben, aber ich mache das schon mal klar hier. Und als erstes kommt krass Sandra dran. Okay, Max. Erste Rakete im ersten Mal. Frohes neues Jahr, genau. Frohes neues. Let's go. Und dann. Welches ist das? Welches ist das? Sehen wir gleich. Ach nee, hier, krass Sandra. Ah, okay, let's go. Krass Sandra. Ist immer sehr krass. Alter, ist es laut. Batterien sind einfach nur geil. Wow. Das war das Schluss? Ja. Nee, komm noch. Nee, das war's. Auf zur nächsten. So, als nächstes haben wir hier von Pyroland den Mettwurst-Spatz. Hier. Schmier mir mal ein Brötchen. Mit Mettwurst-Spatz. Let's go. Rennen Sie welche? Jawohl, war doch nice, oder? Das war der Mettwurst-Spatz. Gefällt mir. Nächste Batterie. Nächste, was jetzt kommt, ist BKS Ultra. Oh. So, hier anzünden. Ja. Und halt die mal kurz fest. Ja, hab ich. Irgendeine Richtung muss nach oben, ne? Diese Seite zum Pfeil nach oben. Ausrichten. Das zum Publikum. Ja. Und das nach oben. Oder war es? Nicht seitlich. Ich weiß es nicht. Wo ist wir gucken jetzt mal, wie wir die hinstellen. Mit? Bitte? Hast du noch einen Akku mit? Nein. Okay, dann jetzt einmal anzünden. Bereit? Am äußersten Ende der Zündschnur anzünden und sich rasch entfernen. Und immer daran denken, das ist alles von Pyroland hier. Okay, krass. Mega geil. Zu Ende, glaube ich. Wie krass war die denn? Warte. Da kommt noch was. Doch, nein, da war noch eine Zündschnur. Nein, war nur die Ersatzzündschnur. Lass die erstmal stehen. Warte, ne? So, als nächstes kommt hier etwas auf die Ohren und zwar Schepper. Okay, holen wir die mal raus hier. Einmal aufmachen. Achso, musst du gar nicht rausholen. Hier ist die Anzündung. Achso. Stehen lassen, anzünden. Sicher? Ja, mach an. Wie sicher? Sehr sicher. Okay. Oh, brennt der Karton nicht gleich so ein bisschen? Was? Der Karton brennt doch gleich. Nee, lass drin. Also ich muss ja kurz mal sagen, hier
Hier ist ja überall Feuerwerk, ne? Ja, ist krass, hätte ich nicht gedacht. Es ist richtig gut. Okay, wollen wir den Lot anzünden? Legen wir los? Ja, noch ran. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Und los geht's! So. Was war denn das? Das Ding war ja richtig heftig. Das müssen wir uns merken. Abgefahren, das Scheiße, hat gescheppert. Feuer, ich komme fest. Yo, war die nice. Heilige Kappe. So, frohes neues Jahr, ne? Junge, das hat mich gebebt, Alter. Die war geil. Oh mein Gott. Frohes neues. Frohes neues. Das war zu mega nice. Alter. Haben wir noch so eine? Junge. Und wir sind wieder drin. Alles ist sauber, alles gefegt. Hä? Ja, habe ich schon alles gemacht. Gefegt? 20 vor 1 ist es. Also 40 Minuten und es war richtig gut. Wir haben die ganzen bösen Geister aus dem neuen Jahr vertrieben. Sehr schön. Und vor 12 natürlich das alte Jahr nochmal schön verabschiedet. Ja, schon aufgenommen. Oh, cool. Das ist Shepard, glaube ich, gerade. Ja. Ich war auch gesehen von oben. Oh, das ja. Ding ist so krass. Hat die ganze Straße erläutert. Also wenn jemand mal gutes Feuerwerk sucht, Shepard. Absoluter Hammer. Mega geil. Wie schreibt man das? S-H? Ja. Shepard, wie man spricht. Achso. Von Pyroland. Von Pyroland. War echt cool. Krass. Krass. Ihr esst doch nicht etwa schon wieder? Nein. Ich bin angetrunken. Also das fasse ich ja immer noch nicht an, ne? Was denn? Mit dem Bier. Wie bitte? Jetzt verleitet dein Sohn dich zum Trinken. Vergiss es, das schaffst du nicht. Zucker ist schon unmöglich und Alkohol ist noch unmöglich, ja. Also die ganze Flascheninhalt hat 0,66 Gramm. Ja, ist ja nicht viel. Das ist eigentlich. Ich sehe das gar nicht. Nur ich sehe, dass der da immer irgendwie so in die Richtung tendiert. Nein. Aber jetzt haben wir wieder die ganzen Kommentare. Der Junge ist 18, dann kann der mal Alkopops trinken, ne? Mhm. Nee, kann er nicht. Oh. Achso, 14, das ist etwas anderes. 14% Alkohol drin im Bier? Wohl kaum. Nein, 14 Gramm Zucker in der Flasche. Ach so, na, das, dann geht's. Also das ist noch das geht giftiges noch. Gift. Alkohol plus Zucker. Naja, aber Alkohol entsteht aus Zucker. Ja, ich weiß. Wollen wir uns verabschieden? Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes, rotes neues Jahr gehabt. Alle sind beim Laufen. Ich würde sagen, direkt demnächst, wenn ich mal sagen, Schlaf ist gleich eins. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall gerne noch nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, würde ich sagen. Sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und frohes neues Ciao. Jahr. Ciao. Tschüss. Dieses Jahr wird Silvester gigantisch.